Heyo, hallo, Wallert, herzlich willkommen bei Company of Heroes 2, ein sonderbares Spiel, weil ich seit langer Zeit mal wieder spiele. So, und mit dabei ist Big Boon und wir spielen so eine Koop-Mission, die nennt sich Sturm auf Voronezh. Voronezh, ja. Voronezh, Sturm auf Voronezh. Und damit nutze ich jetzt die Gunst der Stunde, um auch mal Hallo zu sagen. Ja, also, hallo, Hallo. ne? Da unten stehen die Ziele, vielleicht lesen wir uns die durch. Könnte ja wichtig sein. Treffen Sie sich Treffen mit dem Sie sich anderen mit dem Spieler. anderen Spieler. Ja. Erobern und halten Sie die Siegmarken, um das Match zu gewinnen. Wir spielen Deutscher. Achso, wie bei einem Standard-Siegmarkenspiel müssen Sie mehr Siegmarken als der Gegner halten und ja, Sonderbedingungen. Spieler 2 kann nur Infanterie Na, produzieren. das passt ja, du bist Spieler 1. Cool. Panzer. Scheiße, das Spieler wusste ich 1 gar hat ein nicht. höheres Treibstoffeinkommen, aber ein geringeres Arbeitskrafteinkommen. Spieler 2 hat ein höheres Arbeitskrafteinkommen, aber ein geringeres Treibstoffeinkommen. Erstmal denn. Ja, ich weiß, es geht auch nicht vorwärts. Ein ganz schön viel Dunst hier. Warum ist das so neblig? Das ist blöd. Ja, warte, ich muss sehen noch nicht mal die Map jetzt. Boah, das ist ja Dunst. Da ist Ich so kann. viel Dunst. Junge, das ist, ich habe Wir zwar die befehlen neue auch dem Grafikkarte, Schiff aber bei Voronezh so den viel Eroberern zu Feinstaub. halten, um den Vormarsch der Heeresgruppe Süd nach Stalingrad zu sichern. Du musst mir jetzt mal helfen. Was sind Unsere das für ein Gebäude? Ist Infanterie das hat das östliche Hauptquartier? Flussufer überquert und ist in die Stadt Das weiß vorgerückt. ich doch nicht. Oh, Unsere Alter, was beiden hast du denn für eine Panzerkräfte verbleiben Panzerarmee? am Westufer des Don. Ja, das ist Hoster Taube. Die haben sich Wir gesagt, ja, können der die Hoster, Stadt der nicht kriegt was einnehmen, wenn Ordentliches. unsere Panzer nicht über den Fluss kommen. Wieso kommst du nicht über den Fluss? Erobern Sie einen Was Brückenkopf, weiß ich? bringen Muss Sie hier, Panzer du in die musst die Stadt Brücke und reparieren und ich verwendigen auch. Sie die Schau mal sowjetischen zur Brücke. Verteidiger. Guck mal dort, das sind Barrikaden. Vielleicht müssen wir Pioniere, die wegsprengen oder so. Die fahre ich einfach nieder. Ich fahre einfach über die andere Brücke, oder? Nee, die ist vermint, da sind Todesfelder. Fahr dahin. Die ist nicht vermint, oder? Ich Kommst du weiß da es nicht. drüber? Also bei der anderen Brücke, da stehen auch sie sind überall Minen drauf. Ich werde das Gebiet einfach dort, wo die Minen sind, das werde ich einfach beschießen. Und dann werden Was? wir mal sehen, wer hier Welche am Brücke? Ende Die im drüber kommt. Süden oder wo sind Ja, Minen? richtig. Guck mal hier im Süden, da sind so Minenfelder. Siehst du das? Ach du Scheiße, Tatsache. Und im Ja, Norden? im Norden ist barrikadiert. So, ich komme jetzt erstmal im Norden. Haben die hier Minensuchgeräte? Oh Scheiße, du Pioniere hast. verlieren etwas Vorsicht, das sind Minendetektor. Gegner! Hoster, fahr zurück! Ja, das stimmt, du. Das habe ich jetzt gar nicht. Oh, scheiße. Du bist doch bekloppt, Mann! Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ich dachte, ich schicke die da hin. Konnte ja keiner ahnen, dass auf der Seite schon Gegenwehr ist. Scheiße. Uiuiui. Irgendwie habe ich ja gerade einen zerfetzt. Naja, ich sag mal. Nein, er hat den gerammt. Du dämlicher T34. Hinfort mit Jetzt dir. kannst du ihn wenigstens zerstören, verlier nur keinen Panzer 4. So, jetzt schön noch eine Panzerfaust bei mir rein. Nein, sie zerstören meinen Panzer 4. Welch Unhold. Der soll mal darüber fahren. Der böse Bube! Was haben meine eigentlich für Ich Bewaffnung? sehe schon, das ist nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe hier. Ich brauche mal mehr Pioniere. Das muss ich ausgeben hier. Hä? Hinter mir ist ein T4. Ah, das gibt's doch nicht. Ach du Heiland. Jetzt zerschieß doch mal den Panzer hier, das kann doch nicht so schwer sein. Taube, darf ich fragen, was du erwartet hast? Wenn du schon mehr Truppen hast, dann musst du doch auch einen schwierigeren Gegner haben, oder? An für sich gebe ich dir recht, aber trotzdem ist das irgendwie alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe jetzt hier fast alles verloren. Aber ich sag mal, Du hast ja. ja ein höheres Einkommen und kannst dir ja wieder platt machen. Richtig, ne? Und ich spamme einfach weiter Infanterie. Ich denke, das wird wunderbar. Wir machen das schon. Wir sind ja hier die Oberexperten, ja? Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Ja, stoß nur schnell zu mir. Ja, ich muss ja durch den Süden und das Minending wegräumen. So, jetzt tu mal den hier mal schön reparieren. Dann kommt denn der andere Panzer hier. Das kann ja gar nicht so lange dauern. Ach, da ist er ja schon. Das ging ja schneller als erwartet. Wie viel Einkommen hast du überhaupt pro Minute, mal so aus Interesse? 26 Treibstoff. Ui, das ist Und echt viel.
168 MP, also Manpower auf Deutsch gesagt. Nehmen das Ziel ein. Das wären alle. Da baue ich doch glatt mal noch einen neuen Pionier, du. Ich mache das. Pionier schadet nie. Kommandopanzer. Panzertaktiker. Habe ich hier. Deutsche mechanisierte Truppen. Oder ich weiß auch noch deutsche Infanterie, die nehme ich natürlich nicht. Festungspanzerdoktrin. Ja, dann nimm die. Ich glaube, die ist sinnvoll. Ich nehme die deutschen mechanisierten Truppen. Okay. Ui, ich glaube so. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, das, nee, das ist der Stuck mit der das ist der Stuck mit der Stummelkanone. Das kann ja keiner ahnen. Ich schick den schön rein, weißt du, und dann. Ach, hör mal doch auf, du. Das ist doch alles nichts Halbes und nichts Ganzes. So sind natürlich die Chancen schlecht mit so einer Stummelkanone. Ich sehe gerade, der ist auch schon wieder auseinandergenommen. Naja, da. Man kann halt nicht alles haben. So, bei mir sieht's halbwegs sinnvoll aus. Ja, Trupp rückt aus. Gehört so gut wie uns. Ich hab zumindest schon mal ein bisschen gecaptured hier. Aber ich finde das eigentlich ganz nett, so die Idee, hä? Du hast nur Panzer, ich hab nur Infanterie. Ja, ich finde das auch gut. Das können sie immer so beibehalten. So, jetzt kann ich ja die Minen. Wie kann ich die Minen räumen? Schießen oder. Na, du hast doch ein Minengerät. Gehst einfach drauf. Nee, das geht. Ach doch, Tatsache. Und Horst der Taube räumt seine erste Mine ins COH. Ist das möglich? Ja, das stimmt. Das ist wirklich meine erste. Es mag jetzt zwar etwas merkwürdig sein, aber es ist tatsächlich so. Ich habe noch nie eine Mine geräumt. Und da kann man auch COH 1 und 2 zusammen betrachten. Was haben wir hier? Stuck 3 Ausführung. Panzer 4. So. Panzer 4 ist eigentlich das einzig Sinnvolle gegen die T-34, habe ich so das Gefühl. Uiuiui. Hier ist ein T-34. Ui. Ach, den kriegst du doch geknackt, oder? Ja, aber dazu brauche ich erstmal da einen Panzer. Aber an für sich, denke ich, sollte das kein Problem darstellen. Ich habe bei mir hier so ein kleines Munitionsproblem. Ich mach mal den Ton ein bisschen leiser. Ja. Denke auch. Irgendwie dauert das ziemlich lange, bis der Panzer 4 mal hier rauskommt. Och nö. Hier, Propaganda der Bolschewiken. Da hinfeuert es. Oh, jetzt captured der mir hier unten weg. Jetzt Horster, komm mal über die Brücke hier. Nee, das geht nicht. Ich muss erstmal hier. Was ist denn da? Soll ich dir helfen? Soll ich dir entgegen? Da ist ein T-34. Na, ich kann eine Pack von dem nehmen und da. Nein, ich bin gleich drüben. Mach dir da mal keine Gedanken. Oh, hier oben. Propagandazettel der Bolschewiken. Ich fass es nicht. Jetzt fliehen meine Truppen. Ist denn das überhaupt möglich, sowas? Propagandazettel. Bewegung, verdammt! Hast du, ich müsste jetzt nur kurz über die Brücke. Da kann ich dir. Ich mach dir einfach den Weg dort rein. Ganz ruhig. Einen Fuß vor den anderen, Kinder. Grenadier, Bewegung. Schützen hier. Nehmen das Ziel ein. So, jetzt gehe ich mal in den Norden. Also, so viel Action ist hier gerade noch nicht, hä? Das passt schon. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Horst der Taube noch nicht angefangen hat mit dem Freundbeschuss. Das stimmt. So, die Mine habe ich effektiv geräumt. Sehr schöne Granate, wunderbar. Sie müssen die Panzer über den Fluss bringen. Unsere Infanterie kann die Stadt nicht alleine einnehmen. Der geht auf meine Rechnung. Ja, happen. Was? Du. Wahr sein. Nee, doch, du hast den. Ich schnapp mir den trotzdem und besetze den. Da, lass mich den besetzen. Da hab ich da nämlich auch einen Panzer. Da einigen Monster drauf, da schnapp ich alle, die so ausgefrachtet werden. Ha? Was? Ja, das ist wieder typisch. Gib kannst mir du den einen reparieren? Panzer, nimmt er die ganze Panzer. Kannst Max, du meinen reparieren? Bin ich ja die Caritas oder was? Der Paritätische Wohlfahrtsverband oder wie? Ich hau dir gleich Arti auf deine Truppen.
Ich habe jetzt einmal dasselbe Gebäude gebaut und merke gerade, ich habe das schon. Das ist unglaublich. Naja. Ja, komm, ich repariere den. Ich bin ein netter, freundlicher Mensch. Ja, Ein ja, ja, Freund und ja. Helfer. Da hast du So taubste viel. Freund und Helfer. Ich habe hier einen Monsterblob in der Base, dafür habe ich den Norden erobert. Immerhin. Ja, man kann ja nicht alles. Ich gehe mal da hoch mit meinem Fahrzeug und erober den Siegpunkt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das wird notwendig sein. Ich frage mich nur, wo hier die Herausforderung ist. Cool, Momentan bei ist mir noch stecken nicht zwei ganz. Panzer ineinander. Das ist äußerst förderlich. Hier geht gar nichts mehr. Beweg mal deinen fetten T-34 da weg. Meine Panzer haben sich verkeilt. So. Oh, deine Base nehmen sie gerade auseinander da, der T-70. Das ist ja toll. Ich ziehe meine Panzer wieder zurück derweil mal. Kann ja Was? keiner ahnen. Ach, Quark braucht doch keiner. Du musst doch nur deinen Panzer 4, der gerade kommt, gegen die beiden ansetzen. Das reicht doch Ah, völlig das aus. stimmt schon, hast du eigentlich recht. Leichte Fahrzeuge fahren zur Stadt, um unsere Infanterie abzuwehren. Oh Scheiße, jetzt kommen leichte Fahrzeuge in die Stadt. Jetzt brauche ich langsam deine Leute. Ja, die kommen ja schon. Na, bald kriege ich die noch besiegt. Na, ich formiere mich mal an der Stadt. So, ich habe viel zu viel Infanterie. Ich kriege hier massig Ressourcen. Das braucht kein Schwein. Das ist wunderbar, das muss so sein. Ah, da hast Oh, du der hat taubsche Chor. Panzerabwehrkanonen, das ist gar nicht gut. Mal, ach komm, auf die Pack sollst du schießen. Da schießt der natürlich, der Panzer, schön auf was anderes. So, ich nehme dabei hier die Trucks erfolgreich auseinander. Im Süden hast du die Pack ja auch besiegt. Ne, hier oben die Fahrzeuge nehme ich auseinander, nicht die Packs. Was ich auch gerade eben wieder gesagt habe für einen Blödsinn. Keine Ahnung. So, weg sind sie. Die Schweine. Dann das ist die Möglichkeit. So, ich fahre mal zum nächsten Siegpunkt, mal sehen, was da so ist. Was will ich mit dem hohen Arbeitskrafteinkommen, was ich habe? Das nützt mir gar Na, deine nicht. Infanterie füttern, was sonst? Oh Scheiße, weg, weg. Ah, ich bekomme da schon wieder so viel, das braucht kein Mensch. Das ist doch wunderbar. Besser zu viel als zu wenig, sage ich immer. Ja, aber dann schreiben wieder alle, na, du hattest doch 2000 Manpower. Ich krieg hier so viel die Minute, ich krieg das gar nicht alles los. Aber was mir gefällt, sind ja hier die Hafenanlagen. Also die Map haben sie schön gemacht. Wenn man sich das mal so anschaut. Ist eigentlich ganz Schmuck, ne? Na, immerhin, ne? Da führt übrigens eine schöne Eisenbahnstrecke in die Stadt. Die können wir dann nehmen. Wunderbar. So, da ziehe ich jetzt im Zentrum mit. Mal schauen, wie schwer das hier noch wird. Ob uns die Russen noch Oh, was Widerstand ist leisten. das denn? KW-1? Wollen die mich verarschen? Da war der Panzer 4 weg. Das soll mir erstmal einen erklären hier. Also damit hätte nicht mal der Deutsche gerechnet. Stauffenberg. Jetzt kommen sie ja von überall und och. Die Kann doch gar Russen. nicht sein hier. Der Werne. Russe. Panzer vorrücken, nehmen es ein. Jetzt habe ich zumindest hier einen Panzer, da bin ich schon richtig stolz drauf. So, bauen wir Also hier mal ich einen Bunker hin. Wir wechseln die Position. Im Norden ist ja bei dir alles ganz easy, so wie es ausschaut. Also wie es ausschaut schon. Die Frage ist bloß, schaut es so aus, wie es ausschaut, oder ist da halt eventuell noch mehr? Retreat! Nein, dieser Pionier darf nicht sterben. Ja, ich hätte ihn vielleicht nach Nein, wo kommen hinten. die her? Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht. Das sind die Russen, die kommen von überall. Schon wieder so ein dämlicher T-34, das kann doch nicht wahr sein. Nein, nicht Oh. mein Panzer. Ich habe ja Außer immer noch die Kontrolle. Hoffnung, dass die hier noch ein paar verlieren. Ein paar
Panzer, die ich dann besetzen kann. Marschieren! Die schießen uns zu Brei! Hackfleisch aus ihnen! Was die alles an Panzer abpacken. Also einfach mal 2 KW-2. Ich fasse das einfach nicht da vorne. Das ist einfach der Hammer. Na pass auf, da ziehe ich meine Pack so ein bisschen ran. Da können sie einpacken. Na, das hoffe ich. Das denke ich mir mal. Das wird schon passen. Im Norden nehme ich gerade den nächsten Siegpunkt ein. Siegmarken, technisch ist das ja alles noch nicht ganz so eindeutig. Nee, nicht ganz. Wie gesagt, ich habe das Spiel ewig nicht gespielt, aber... Für sowas wird es schon reichen. Ich denke auch. Das sollte drin sein. Entweder holst du jetzt den Punkt dort, oder... Ja, das mache ich. Dann mach das mal. Oder wir kümmern uns um den KW-1. Ja, oder beides, wobei... Eher nicht. Lass mal das erstmal. Richtig. Was ist das, der Ivan? Sie haben Befehle unter Beschuss. Ja, so, jetzt knallen wir die hier schön ab und dann... Oh, was kommt denn da angerannt? Ein Strafbataillon, ach du Scheiße. Die sollen in Sibirien bleiben. Mann. Ja, richtig, ne? Sie stehen in Stellung, um wichtige Positionen zu bombardieren. Scheiße. Feindliches Bombardement auf alle umkämpften Territorien. Autsch, da krieg ich ja nur auf den Sack hier oben. Okay, da muss mein Panzer dazu. Boah, was haben wir denn hier noch? Wieder so ein kleines Teil. Die kommen aber echt von überall. Au, weg, weg. Nein, nein! Was war da denn los? Also es hat Berechtigung, dass wir so viel Manpower bekommen. Weil du wieder was verloren hast? Ja, nicht nur was. Horst, ich brauch mal die Panzermasse. Wo denn? Bitte. Zum Angriff. Einfach irgendwo. Da sind 2 KW-1, da kann ich nicht angreifen. Ach klar, die kriegt man doch besiegt. Da schnappt ihr eine Pack von denen, die dort stehen, überall. Ja, das Dumme ist bloß, ich habe ja keinen vollwertigen Pioniertrupp. Feine Sperren hier, diese Sperren. Das ist auch ein guter... Das ist auch ein guter Infanterie Satz. Und die kriege ich nicht so schnell. Hier Sperren, ja die Sperren. Das gibt's gar nicht. Man kommt hier mit Panzern teilweise gar nicht durch die Stadt durch. Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich inakzeptabel. Nur eigentlich inakzeptabel. Das ist völlig inakzeptabel. Zweimal KW-1. Die stehen da auf einem Fleck. Die kriegen das wir kann doch keine Ahnung, oder? Was? Die kriegen wir doch sicherlich geknackt, oder? Naja, da ist noch ein Haufen Infanterie daneben. Vor dem Fahrzeug, vorwärts, marsch! Na pass auf, da zieh mal all deine Panzer mit ran. Der ist bis jetzt nur einer. Jetzt, nein! Ich muss erstmal hier in Norden wiederholen. Bei mir ist hier nirgendwo richtig Ordnung. Wäre wirklich schön, wenn du eine Pack besetzen kannst. Das wäre... Ich? Also wirklich... Ja, richtig. Wer sonst? Ich hab nur Pioniere. Ich hab keine Infanterie. Weißt du? Nee, Artilleriesperrfeuer wollen wir nicht. So, den KW-1 kriegt man besiegt, den ersten. Da bin ich mir sicher. Ich hab einen Trupp verloren. Wir müssen etwas bauen. Nicht mein Panzer. Den knacken wir noch. Nein! Nein! Das war mein Level 3 Panzer. Das kann doch nicht wahr sein. Das dämliche Vieh. Scheiße, jetzt irgendwo rennen die mich in der Mitte.
Mir egal, du hast meinen Veteran Level 3 Panzer. Du hättest mir mal was sagen können. Den kriegt man noch. Ja, ist ja toll. Na, was soll ich denn machen die ganze Zeit? Was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Ich hab da zwei Packs hingezogen jetzt. Jammer nicht. Das war mein bester Panzer, den ich hatte. Ja. Hier gibt's nur Schrottpanzer. Ohne mich wären die anderen auch tot gewesen. Hätte ich mir einfach zurückgezogen, da wären deine Truppen gestorben. Ähnliche KW-1 hier an meiner Basis, was soll denn das? Kann da keiner ahnen. Alter, das ist echt nicht ohne hier die Mission. Vor allem nicht mit mir. Du sollst zurückfahren und nicht vorwärts. Wegfindung können die immer noch nicht. Ach, Wegfindung, das wollen sie glaube ich noch patchen. Vor allem ist die Map hier für die Wegfindung perfekt gemacht, muss man sagen. Hey, da steht eine Pack. Du kannst mir mal Bescheid sagen, dass da eine Pack steht. Da unten habe ich kaum einen Trupp. Da gucke ich doch nicht die ganze Zeit hin. Ja, ich auch nicht. Ja, was, das ist doch nicht mein Problem. Ich bin an anderen Seiten befestigt. Das ist nicht mein Problem. Ja, meins ist es. Ich merke das schon. Guck dir mal mich an. Ich verliere gleich meinen einzigen T-34, wenn es so weitergeht. Zeit hier zu begeben uns in das ist ja dann auch nicht mein Problem. Ich habe jetzt Artillerie zur Verfügung. Also wenn du welche brauchst, dann sagst du mir einfach mal Bescheid. Ja. Ich feuer dem da hinten einfach mal welche in die Ecke. Das ist gut. So, ach Quatsch, ich wollte ja gerade einen Sandsack daneben bauen, wie bei COH1 neben die Haubitze, aber es geht ja nicht. Ja, schade, schade, schade. Knallt den ab. Was ist denn das? Ist das ein Strafbataillon? Nicht immer, na, den haben wir doch. So, jetzt hier vorwärts. Mensch, meine besten Männer, ja, die verrecken da oben bald. Das kann doch nicht sein. Hoster, ich stell da mal eine Panzer. Oh, da ist ein KW-1, ist das geil. Kannst du eigentlich beim Spam mithalten oder spammt der mehr? In Anbetracht der Situation, dass ich ziemlich viele Panzer verliere, ist es nicht sonderlich einfach, da beim Spam gegenzuhalten. Aber wie man sieht, kann ich jetzt den KW-1 erfolgreich von hinten attackieren. Du sollst dich ordentlich rumdrehen, das kann doch nicht sein. Motor zerstört. So, jetzt schnell hier rein, Jungs. Cool. KW-1 ist zerstört worden. Wunderbar, das klingt doch top. Er schießt so schlecht. Oh, scheiße, der... Die hauen sie mir ja noch vorm Haus um hier. Die fetten Granaten da. Das gibt's doch gar nicht. Wie stark sind die denn? Oh, ich habe einen Veteran Level 3 T-34. Ist das zu glauben? Haubitze in Bereitschaft. Soll ich einfach mal auf die Straße feuern, wo dein Scout-Wagen steht? Nein, bitte nicht. Also, vielleicht weiter vorne, aber nicht auf meine Truppen feuern. Ich feuere lieber weiter hinten hin. Die Ecke von vorhin sah ganz vielversprechend aus. Wir sind bereit zum Einsatz. Pioniere erwarten Befehle. In Bereitschaft! Bereit! Habe ich eigentlich schon irgendwelche sinnvolleren Truppen? MGs kann ich ja mal bauen. Mist, guck mal, die haben sogar die Doktrin eingeschränkt hier bei den Missionen. Ich kann zum Beispiel meinen Kommandopanzer gar nicht rufen, weil ich nicht die entsprechende Doktrin habe. Das ist nicht so sonderlich toll.
Ja. Wir sind unterwegs. Marschieren wie befohlen. So, das Blöde ist hier auf dieser Karte, du kannst kaum in Häuser sinnvoll Maschinengewehre positionieren. Du kommst kaum mit Panzern sinnvoll irgendwo durch. Das stimmt auch. Die Artillerie muss es reißen, ich sehe es schon. So, die Packhammer auch, Jungs, ja. Da, also das Problem ist, dass ja gerade jeder seins macht und ich einfach viel zu wenig Infanterie habe, um da irgendwie zu capturen. Na, da müssen wir... Na, was machen wir mal jetzt? Ein bisschen zusammenarbeiten. Die Frage ist, ich habe hier oben schon an zwei Seiten blöd zu tun, ob ich mich da noch sinnvoll mit... Also ich weiß nicht, ob ich es sinnvoll hinkriege, da die noch mit nach unten aufzusplitten. Also jetzt von der Menge an Truppen vermutlich schon, aber vom Micro her wird's eng. Oh scheiße, jetzt kommt er mit dem... Oh, was ist denn das? Ein Flammenwerferpanzer, mit dem er jetzt hier ankommt. Kannst du mir mal was hochschicken? Ja, ich krieg Panzer 4. Oh Gott, aus dem Haus raus! Das Dumme ist, dass ich da leider nicht durchkomme, weil da irgendwas wieder steht. Naja. Was steht denn da? Macht denn mein Mörser? Ach, der ist geflohen dort in die Richtung. Ach du Scheiße. Schwere Panzer will uns töten! Bereit! Panzer! Feuern! Zurück zur Basis! Nein! Scheiße! Ich hätte so gerne ein paar Panzer, ohne Quatsch. Ich komm da nicht hoch, ich weiß nicht, ich klicke, dass der da hochfahren soll, aber der fährt da nur im Kreis. Ich weiß nicht, was der da macht. Jetzt fährt er mal da durch. Was? Jetzt schicken die wieder einen T-34. Die schicken ja alles Scheiße. Aber du müsstest eigentlich locker da durchkommen. Also die Straße hier ist frei. Bis auf... Ja, nee, warte. Das ist halt... Hier, da stehen zwei Sachen im Weg. Oh, 75 Punkte. Oh, scheiße, wir verlieren das noch. Natürlich verlieren wir das. Ich habe ja meine Siegmarke. Oh, mir ist weil es wir aber einfach zu viel. Nicht zusammenspielen. Na, du musst mal mit in die Mitte kommen. Was heißt denn, du musst mal mit? Ich bin doch schon oben. Mir hilft ja auch keiner. Ich habe keine Infanterie. Was soll ich da machen? Ich weiß ja nicht. Ich glaub, ja, ich auch nicht. Ohne Infanterie ist Mist. Da kann ich nichts machen. Da kann ich auch keine Siegmarke einnehmen. Das tut mir leid. Naja, das ist auch einfach was. Da komme ich dahin. Ich hab dir doch die ganze Zeit schon gesagt. Aber nicht, was ich cappen soll. Weiß nicht, was ich machen soll, jetzt hör mir da auf. Na, ich sag ja, du sollst mir sagen, was ich cappen soll. Sonst, was soll ich denn sonst machen? Den Siegpunkt, was denn sonst? Guck doch mal auf die Siegmarken, was brauchen wir denn? Ich komm nicht mal dahin, da stehen zu viele Panzer im Weg. Also ich renn ja schon wieder. Ich komm nicht mal dahin, ich nehme jetzt den Siegpunkt ein. Ach so, den dort rechts, der ist doch scheißegal. Ich meine, hier, guck dir das mal an, was die da für eine Bresche reinschlagen. Ja, Siegpunkt rechts ist scheißegal, das ist doch nicht scheißegal. Na, ich wollte gerade einfach auf den da oben. Ach du Scheiße. Also die Bots sind hier auf jeden Fall so schön gemacht, dass du wirklich im puren Stress bist. Ja, immerhin. Nee, das ist nervt übel. Vor allem, weil ich nur diesen einen blöden Panzer hier habe. Cool, da ist ein MG. Das ist ja schön. Wahres Fest. Oh Scheiße, die nehmen das dort ab, den Punkt. Ja, dann war's das wohl. Ach du Scheiße, was machen die denn alle hier an der Base? Mann, Jungs. Kannst du hier mal diese Einheiten zerschlagen? Nein. Schützen hier. Ich habe eigentlich eine gute Idee. Mir fehlen Panzer, dir fehlt Infanterie. Wir tauschen das nächste Mal einfach die Rollen. Nein, ich bin zufrieden mit meinem Panzerspiel. Ich komme damit besser klar als mit irgendeiner Infanterie. Nachteil der ganzen Sache, mir haben sie jetzt die Brücke abgeschnitten. Ich kann also keinen Nachschub mehr rufen. Wir müssen gehen. Schickt eine Gewehrgranate auf das... Die sowjetische Artillerieüberwachung hat begonnen.
Und das jetzt? Arti-Überwachung? Wollen die mich verarschen? Weiß auch nicht, was das soll. Ich kann wir müssen einfach zusammenspielen. Wie denn? Genau. Ich bin völlig überfordert mit der Infanterie. Ich habe 400 Manpower. Und die haben ja überall ihre scheiß Mörser und MGs gegen die. Toll, jetzt schießt du Stalinorgeln auf meine Panzer und Pioniere. Ist das toll. Ach scheiße, jetzt haben die da so ein blödes MG aufgebaut. Heal, oh ne, die Bomben sind mehr weg. Oh, Panzer muss runter. Artillerieüberwachung heißt, dass die auf die Punkte, die wir Captain die Arti haben, genau. Artillerie überwachen, Artillerie schießen. Kannst du mal an meine Base kommen? Die haben mich dort schon die ganze Zeit übelst eingekesselt. Ich habe aber nicht so viel. Eins, zwei, drei. Du hast vier Panzer, vier da unten rumstehen. Ja, aber ich muss die Siegmarken sichern. Warte, warte, warte. Ich baue jetzt noch einen Panzer 4 und versuche das irgendwie machen. Wo bist denn du? Wo ist denn das? Wo soll ich denn hin? Na hier, dort greifen die, schlagen die ganze Zeit immer zu zweit wieder richtige Linien rein. Ja. Die scheiß Katjuscha, die geht mir auf den Sack. Na stürm doch einfach mal den seine doofe Base dort hinten. Ah. Weiß nicht, meine Panzer, bis die da sind, da. Na stürm doch mal die Base. Das reicht. Ja, doch. Mann, das geht nicht so einfach, weil ich muss mich da erstmal hin. Muss da erstmal hinkommen. Den verdammten MG-Trupp ausschalten! Feindliche Einheiten sichern unser Territorium. Ah, der kommt nicht hin, wo das MG steht. Der fährt sich ja dauernd fest. Alter, was ist da los? Guck mal, was in der Basis alles ist. So viel zum Thema Stürm die Base. Mein na, Panzer geht jetzt raus. Na, hä, mit zwei Panzern? Drei Panzern? Mit zwei Panzern? Hallo, guck mal, was da alles ist. Hä, das ist doch nicht. Da ist Arti drauf. Das ist doch nur eine Pack und das war's. Mehr wird dir doch da nicht tödlich. Nach hinten! Wir werden das Gelände erobern. Nicht schnell. Wir haben den Feind. Einnahme. Was sollen wir? Ach du Scheiße. Wir sind bereit zum Panzergrenadiere. Infanterie ist so bescheuert hier. Es nervt übelst. Das ist nur. Da habe ich nur der Opfereinheiten. Also zumindest unter meiner Kontrolle. Ach du Scheiße. Komm, ein präziser Schuss. Noch einer auf die Pack. Ach nein. Oh, da ist ein Sniper. Überhaupt tausende Truppen, die hier langlaufen und fahren. Pioniere zu allem ausrücken, Pioniere. Du kannst übrigens hier deine Panzer heilen, dort an der Stelle, in der Mitte. Dieses Reparaturzeichen. Ach so, cool. Aber wenn man mal ein bisschen zusammenarbeiten würde, würde ja, es fällt mir halt schwer, weil ich habe die scheiß Infanterie und die wird mir immer zerschossen, bevor die überhaupt ankommt von Arti, MGs und allem. Also die hält halt nicht viel aus. Womit nehmen die denn den Punkt ein? In meinem Panzer steht da 20 Meter daneben und die nehmen mir den Punkt trotzdem weg, ey. Das ist unglaublich. Ja, das ist sogenannte True Side System. Hä? Ach scheiße, die haben ja hier auch Overview-Arti da. Ich kann vor allen Dingen nicht cappen, weil mir die Infanterie einfach fehlt. Du musst ja nur pingen, wo? Ja, wo denn an den Siegpunkten? Wo denn sonst? Es geht doch um die Siegpunkte. Wir haben nur noch 41, Alter, so als kleine Denkhilfe. Hä, ich renn doch schon wie wild. Was soll ich denn alles machen? Ja, wo denn? Na, wenn ich hier vorrenne, fangen die mich auf dem Weg dahin massiv ab. Ich hab ja nur Infanterie. Nein, der scheiß Panzer soll da bleiben. Ach, das gibt's ja alles nicht. Reg mich nur auf bei dem Spiel. Ich reg mich nur auf. Du musst es einfach mal cooler nehmen. Ja, weil die
Ja, die Bots sind nervig, ich weiß. Das geht mir mehr so wie dir, ohne Quatsch. Weil ich keine Panzer habe, mir zerschießen sie den ganzen Scheiß. Kannst du mal statt den Punkt da unten einzunehmen, hier die schöne Siegmarke einnehmen? Da komme ich nicht hin, da stehen Flakpanzer auf dem Weg. Warte, aber ich habe jetzt meinen T-34 gerade dort in der Nähe, vielleicht kriege ich den besiegt. Ja, habe ich. Ich komme auch nicht mehr hin, weil ich da keine Panzer habe, die da mal was machen können. Da steht sogar ein T-34 auf dem Weg, aber den kriege ich glaube ich besiegt. Ja, der lebt nicht lange, sehr schön. So, jetzt ran da, die Stalinorgeln endlich ausschalten. Die können doch nicht so lange leben. Hallo, ich hab da nichts. Wenn ich die Panzer verliere, ja, dann ist da gar nichts mehr. Da kümmere ich mich mal um die Stalinorgel. Hab sie. Cool. Sehr schön, sehr schön. Wo der Panzer hinfährt, die Wegfindung auf dieser Karte. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wer da irgendwie was programmiert hat. Oder ob da überhaupt jemand irgendwas programmiert hat. Ja. Was ist das denn hier? Warum fährst du da rein? Weil ich da helfen wollte. Aber nee, da sind ja 3 KW-1. Nee, du müsstest zurückfahren. 2 KW-1 und noch 3 andere Panzer. Das wird unser Territorium. Herrlich, mein Kommandopanzer in 30 Sekunden aufgelöst. Das ist eine wahre Freude. Kannst du hier das Zeug sprengen? Nein. Na, was soll ich sprengen? Na, die Stellen hier mit deinen Sprengladungen, die du hast, die habe ich nicht zur Verfügung. Was ist denn Sprengladung? Die kannst du mit deinem Pius setzen. Die wären cool. Wie denn? Gedeckte Stellung? Was muss ich denn da bauen? Da unten ist irgendwo das Spreng... Es Minenfeld. Ich kann ja mal schauen. Minen. Warte. Ich kenne das Spiel nicht. Oh Gott. Was wollen Sie? Was für Sprengladungen? Wo gibt es hier Die Pioniere können, glaube ich, Sprengladungen bauen, oder? Ach, und wo? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Gibt es da unten nicht eine Taste dafür? Wenn nicht, dann können Sie es nicht. Ich kann eine 88mm Pack bauen. Das wusste ich auch nicht. Schnappen wir sie uns, Männer. Scheiße, was ist denn? Hilf mir mal im Norden, Fix. Kann der nicht helfen, was soll ich denn da helfen? Ach, mit der... Dann helfen da wir steht nicht. Ein Panzer, der hat Motorschaden. Bis der da ist, ist der Krieg vorbei. Na, der muss noch mal ein Stück nach rechts fahren, dass der hier feuert. Ja, guck mal, wie der gerade nach rechts fährt. Da dauert schon 30 Sekunden, bis er sich einmal um sich selbst gedreht hat. Na, dann mach's nicht, dann... Na, egal, ich will wieder. Hier den, der kann dort weg. Danke. Na, was heißt danke? Ich muss nicht machen. Aus der Tower am Flame. Ja, das ist grausam. Living in the Hall of Fame. Eigentlich ist es Living in the Hall of Flame, ja? Bei dir zumindest, und das nervt wie Sau. Kannst du hier mal reparieren? Na, meine Panzer zerschießen sie mir gerade. Das ist mir... Das ist dir egal, das ist schön, dass mir nicht egal, aber nur mal fix. Mir ist es übrigens nicht egal, ja? Aber deine Panzer müssen repariert werden, das ist schön. Das ist klasse, wieder ein Panzer verloren. Bin ein Teamspieler vom ersten Range. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Unterstützen zum Beispiel. Da stand ich vorher mit 3 Infanterietrupps. Aber da kam der nicht mehr normal hier. Was soll ich denn da machen? Da stand ich mit 3 Infanterietrupps. Was soll ich denn da machen? Ja, unterstützen. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, die sind nicht. Zugucken und sterben lassen. Das ist der falsche Weg. Die Infanterietrupps sind nicht ohne Grund gestorben. Die sind gestorben, weil du gesagt hast, dein Panzer braucht eh zu lange. Ja, die sind nicht ohne Grund gestorben, weil der Panzer Motorschaden hat. Deswegen sind die gestorben. Ja, und dann waren sie tot. Und dann war keine Unterstützung mehr für deinen Panzer. Ja, was soll ich denn da machen? Der Panzer hat sich 30 Sekunden um seine eigene Achse gedreht. Da sind mir dann auch die Hände gebunden. Ja, was soll ich denn da? Da können wir halt nicht machen. Passiert. Da kann man halt nicht machen. Das ist einfach so. Ich würde ja... Ja, alles schön. Zerstören sie die Barrikaden, um den Weg für die Infanterie frei zu machen. Ja.
Wir nehmen jetzt glaube, den ihre Panzer hier alle auseinander. Das ist genau das Problem, dass hier also überhaupt kein Teamplay stattfindet und aufgrund dessen dieses Spiel eigentlich kaum zu gewinnen ist. Hä, wieso überhaupt kein Teamplay? Was willst du denn? Ja, weil es so ist. Du merkst das nur nicht. Das hat doch hier gerade wunderbar funktioniert auf der rechten Seite. Ja, wenn man das schön reden will, dann schon. Na, wir werden den gerade abhaben, den ein paar Panzer zerstört, passt doch. Warte, ich muss nur noch meine Stalin-Urkel in Stellung bringen. Krieg ist ein Verlustgeschäft. Irgendwie soll der hier durchfahren, aber der reagiert auf überhaupt keinen Befehl, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was das hier ist. Dieser Panzer soll irgendwo hinfahren, aber dieser Panzer fährt nicht dahin. Der kann einfach nicht zur Siegmarke fahren, weil deine fette Stalin-Orgel da im Weg steht. Das hat mit der gar nichts zu tun. Das ist einfach die Wegfindung auf der Map. Ja, kann er da nicht hinfahren. Ich weiß nicht, warum der Panzer nicht mehr zu der Siegmarke kommt. Weil die Wegfindung hier beschissen ist. Das haben die einfach. Welche Wegfindung? Das haben die einfach blöd gemacht. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben, hier überall Trümmer in den Weg zu legen. Also ist ungünstig. Das ist scheiße. Ungünstig, das ist gelinde gesagt bekloppt. So, die haben auf jeden Fall so gut wie ihre ganze Panzerarmee verloren. Ich auch. Jedenfalls habe ich keine Pioniere mehr, die das reparieren können, weil die auch alle weggestorben sind. Scheiße, nein, nicht mein einziger T-34. Und in die Rückpanzerung, nochmal. Ja, ich habe einen zweiten T-34. Das ist unglaublich. Ey, das ist klasse. Ich bin wahrlich stolz auf deine vielseitigen Fähigkeiten. Oh, scheiße, Arti. Zerstör das Ding eben. Was? Ah, nicht so weit. Wieso fährt er so weit rein? Er soll gar nicht so weit rein. Halt dich mal zurück. Ich hab doch hier eine Katyusha. Mit der kann ich den doch auf Distanz. Ich hab den schon ein bisschen hier, ne? So, warte mal. Herrlich, jetzt kommt der KW-1. ...72 Punkte haben sie nur noch. Cool. Ein Panzer hatte noch ein Viertel Heal, der KW-1... Ja, ich hab's geschafft! Und der Panzer, der zerstört zwei Panzer, der ist so viel zu overpowered, der KW-1. Das ist doch Wahnsinn. Der hat noch ein Viertel Heal, der Panzer 4. Machen ruhig. Und dann schießt er einmal gegen die Frontpanzerung und das Ding ist komplett weg. Wir verteidigen ja einfach unsere letzten beiden Punkte und dann haben wir sie durch. Also ich würde sagen, die anderen, das können wir vergessen hier im Süden. Das regt mich ist auf. Ist doch wurscht, der Süden. Bleib einfach in der Mitte. Komm, schick wieder was in die Mitte. Wir verteidigen Norden und Mitte. In welche Mitte? Na, die Mitte von der Map, die dort. Da ist, was soll ich da hinschicken? Na, Panzer. Welche Panzer? Ja, ich hab nichts mehr. Ah, dann ist mir, dann schick nicht hin. Ja, siehst du, das ist zum Beispiel eine Alternative. Ich kann meinen einen Panzer dahin schicken, ja, aber der ja, geht mach, sowieso drauf. Was, mach, was du denkst oder mach nicht. Die 46 Punkte halte ich selber auch noch. Das ist ein herrliches Spiel. Ich freue mich, dass ich endlich wieder COA 2 spiele. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so freue mich, dass du mich die ganze Zeit voll flames und selber nicht das auf der Reihe kriegst. Du kriegst auch, toll. Ist ja auch super Support alles, ich weiß nicht. T-34! Mit der Panzerfaust gut zielen! Wirkungsfeuer! Also einigen wir uns drauf, dass die Wegfindung beschissen ist. Ja, richtig, da kommt nirgendwo hin, der Panzer. Da kommt nicht mal zum Siegpunkt. Der bleibt immer stecken, wenn ich. Schnell, Bewegung! Weiß Alter. Nicht, das muss eine Frau programmiert haben. 3T-34 von meiner Base. Ja, ich schicke einen Panzer 4. Das ist nett. Vielleicht kriegt man ja die Mitte sogar wieder. Vielleicht auch nicht.
Könnte ja mal eins machen. Das lohnt jetzt nicht mehr. Was denn? Ich bin richtig stolz auf meinen 2T34. Das ist schön. 25 noch, wir haben gewonnen. Na, ich weiß nicht. Jetzt rammt der mich, ich fass es nicht. Irgendwie habe ich vergessen, meinen Panzer 4 zu drehen, naja. Oh scheiße, Arti. Das haben die ja auch, diese Sturmartillerie. Fahr, du Russe. Russe im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt müssen bald die nächsten Reparaturtrupps ankommen. Und dann... Wo sind sie denn? Die Reparaturtrupps, da steht unten einer auf der Brücke. Ach ne, der wird vom T-34 überrollt, ja, dann eben nicht. Oh, jetzt müssen wir im Norden nur noch lang genug halten. Ja, Moment, ich schicke da T-34, Panzer 4 hin. Hier eine Möglichkeit der taktisch unklugen Darstellung. Wo fährt er denn hin? Hallo, Kollege. Hey, weißt du was? Ich habe einen dritten T-34. Unglaublich. Rückpanzerung versus Rückpanzerung. Ey, das ist sogar eine Frontpanzerung. Wahnsinn! Zum 8. Juli hatte die 4. Panzerarmee Woronesch eingenommen. Da ihre Flanken nun gesichert waren, konnte die Heeresgruppe Süd entlang des Don zu den Ölfeldern des Kaukasus und nach Stalingrad vorrücken. Der Eröffnungsschlag der Offensive Fall Blau war ein Erfolg. Ich weiß zwar nicht, wie der Erfolg definiert, aber... Ich habe auf die russische Art und Weise gespielt. Mit dem Deutschen. Ja. Ich würde sagen, wir nennen das Spiel Hall of Flame. Ja, zumindest deinerseits. Ja, einer muss ja was sagen, ne? Du sagst ja die ganze Zeit nichts. Ich bin konzentriert, klicke wie wild. Also, ja. Wir waren heldenhaft, muss man sagen. Wunderbar, klasse. Jetzt schauen wir uns nochmal das Schlachtfeld an. Da gibt's bestimmt auch noch. Will das Video gar nicht ansehen, das ist bestimmt grausam. Guckst dir am besten nicht an. Aber wenn du das so anguckst, die hatten gar nicht so viele Truppen. Das beruhigt mich jetzt ungemein. Liegt vielleicht auch dran, dass die in der Intro-Sequenz alle getötet wurden. Super. Soll ich sagen, machen wir Schluss. Ja, war nicht schlecht, sag ich mal. Irgendwie war es auch nicht gut. Ach, das war schön, das war heldenhaft, das war mal ein Spiel. Wir schauen jetzt mal noch in die Statistik. Wie viel denn nun die KI-Spieler wirklich gebaut haben? Wertvoll 4, verursachter Schaden 34.000. Mal schauen. Bei mir ist die wertvollste Einheit der T-34. Mit 8.300 Schaden. Wie viel hat dein Panzer 4? Warte. 34.000. Ja, meiner hat 8.300. Ja. Und hier... Wunderbar. Aber hier siehst du, verursachte Schaden hast du doppelt so viel wie ich. Ja, ich hatte ja auch Panzer. Das wäre ja auch andersrum etwas merkwürdig. Ja, ich hätte auch gern Panzer. Aber hier die Effizienz von meinem Panzer, das interessiert mich jetzt noch. Da unten 397% Effizienz. Der Panzer 4. Was steht denn hier? Da musst du auf die Einheitenliste gehen. Einheitenliste? Ach da, Einheiten. Diagramme sind, gibt's nicht. Nee, haben sie gesperrt, aber bei Einheiten siehst du unten. Effizienz, Panzerspähwagen, SDKFZ 221, 1248%. Hä? Ja.
Bin an Infanterie 1288. Was Prozent? Nö, da steht gar nichts da. Schäden an Fahrzeugen 1247. Ja, wann habe ich zwei Stück zwar verloren, aber naja. Wie viel Panzer 4 hast du überhaupt gebaut und verloren? Wo steht denn das? Na, unten bei Fahrzeugstatistiken. Da steht ja gar nicht mit drin, der Panzer 4. Echt nicht? Das ist ja komisch. Ach nee, da muss ich ja runterscrollen, warte. Mittelschwerer Panzer 4, Effizienz 345%, produziert 11, verloren 9. Naja. Sag mal, der Russe war ein harter Gegner. Ja, auf jeden Fall. Achso, du wolltest noch was ankündigen, ne? Nach dem tollen Computer-Tutorial. Ach so, weil ihr alle so über das Grafikkarten-Tutorial von mir gefreut habt, ne? Es kommt demnächst, wie gewünscht, ein USB-Stick-Tutorial. Ja, das klingt doch mal wunderbar. Warum wir das überhaupt machen, fragt uns nicht. Ich sag mal, ich glaube, das Grafikkarten-Tutorial ist nicht für das Groß unserer Abonnenten gedacht, sondern eher für andere Leute, die zufällig danach suchen. Ja, ja, das ist... Ich sag mal so, ist Sparschwein, könnte mal wieder ein bisschen was gebrauchen. Ja, das ist einfach das, was uns den Broterwerb sichert, ne? Ja, was so ist, Taschengeld ein bisschen aufstockt. So, ja. Aber mehr sagen wir da jetzt auch nicht. Mehr wollen wir da jetzt gar nicht ja, zu sagen. Ja, auf keinen Fall, also nee. Wir machen ja noch COH. Denkt einfach, guckt euch das andere an, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, das sagt ihr einfach, und immer okay. Auf die Werbung klicken, ist wichtig. Ja, genau, sowieso. Scheiße, das dürfen wir gar nicht sagen, oder? Nein, klickt nicht auf die Werbung. Beziehungsweise, wir haben das nie erwähnt. Ja, genau, wir haben das nie gesagt. Und damit, denke ich, haben wir die Schlacht hier top überstanden. Sturm auch Voronezh, da wurde eher ein, ich weiß nicht, ich habe mich mehr gefühlt wie verteidige die Stadt oder so. Ja, also ich glaube, es war eher mehr ein Verbalansturm. Der Verbalfrontangriff. Das war für mich aber ein richtiger Verbal-Zwei-Fronten-Krieg, also. Naja, wie auch immer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ja. Tschüss.